Willkommen, liebe Facebook-Freunde vom Wiesbadener Wochenmarkt. Es begrüßt hier Wiesbadener Knabenchor und wir haben heute eine ganz tolle Aktion vor, die heißt nämlich Kulturgut Knabenchor. Seit 1000 Jahren singen Knaben in Chören und diese Tradition wollen wir natürlich weiter erhalten. Und das ist gar nicht so einfach in Corona-Zeiten, deshalb wir brauchen dich zum Weitersingen. Wir gucken mal, ob wir hier ein paar Sänger finden irgendwo und schauen mal, ob wir nicht irgendwen finden, der hier ein bisschen singt. So. Hier sehen wir die große Marktkirche. Hier sind wir zu Hause. Und hier singen schon ein paar kleine Kinder im Kinderwagen. Und guck mal, da haben wir ein paar. Irre, es gibt sie noch. Wir hören mal zu. Viva, viva la musica, viva la musica, viva, viva la musica, viva, viva la musica, viva. Unglaublich, es gibt sie noch in Wiesbaden, überall versteckt. Gibt es welche, die ein bisschen was singen? Mal gucken, ob wir hier in dem Getümmel mit entsprechenden Abstandsregeln vielleicht noch ein paar Sänger finden. Und ich glaube, da hinten sind ein paar. Und da steht auch schon das Schild, Kulturgut Knabenchor. Das ist ja wunderbar. Hier überall in Wiesbaden wimmelt es von Knabenstimmen, die ein Lied können. Und das ist genau das Motto-Lied der Aktion Kulturgut Knabenchor. Die Aktion geht von 4 bayerischen Knabenchören aus und da haben wir uns gerne mit beteiligt, weil das eine ganz wichtige Angelegenheit natürlich ist für uns, für die Gesellschaft und für die Jungs. Wir gehen mal weiter und gucken, was es noch so gibt. Hier kommen wir jetzt zu unserer Marktkirche. Um 12 Uhr wird das Streaming auch deswegen vorbei sein, weil die Marktkirche ein wunderschönes Karion drin hat mit über 50 Glocken und sehr, sehr schöne Melodien hier über den Marktplatz klingeln lässt. So, wir gucken mal. Die Marktkirche ist eigentlich eine Kirche, in der wir ziemlich häufig sind. Und nur im Moment leider nicht so sehr, weil wir ja gezwungen sind, nicht so viel zu singen. So, mal gucken, ob hier irgendwelche Knaben zu finden sind. Im Moment sehe ich noch keine, aber das kann sich ja schnell ändern. Da hinten singen schon mal ein paar Hunde. Ja, und hier ist es natürlich der Hessische Landtag. Wir haben uns das ein bisschen eingebrockt. Wir haben hier natürlich jetzt Bedingungen, die sind ja in ganz Deutschland schwierig. Für uns auch, weil die Knabenstimmen natürlich auch schnell zum Stimmbruch kommen. Und dann bedeutet das natürlich, dass die, also Stimmwechsel nennt man das eigentlich richtigerweise. Und das bedeutet natürlich, dass die dann Männerstimme werden,
Das ist zwar wunderbar und klingt natürlich toll, weil die das geübt haben, aber man muss natürlich immer wieder Nachwuchs haben. Und wir haben sie gefunden. Hier sind wieder zwei. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch eine Freude, dass ein paar Jungs hier immer noch da sind und immer noch weiter singen, immer noch die Fahne hochhalten sozusagen, obwohl so viele Schwierigkeiten hier eigentlich herrschen. Wir können nicht in die Grundschulen gehen, weil wir da natürlich als Externe auch den Virus nicht reintragen wollen. Und wir wollen so euch erreichen und wir brauchen dich. Und jetzt mal ganz im Ernst. Hast du schon mal überlegt, richtig zu singen? Nee, wir machen das. Und zwar richtig. Leistungssingen, Profisingen, auf einer echten Bühne, mit echten Orchestern und so weiter. So wie es vor Corona auch war, wird es nach Corona auch wieder sein. Und dann stehst du auf der Bühne. Da würde ich mich drüber freuen, wenn wir uns sehen. Das war die Aktion Kulturgut Knabenchor, initiiert von 4 bayerischen Knabenchören. Und ich wünsche euch jetzt alles Gute. Und meldet euch beim Wiesbadener Knabenchor. Wir sind für euch da. Ihr wollt singen, wir machen das. Tschüss.